Der Videobeweis soll nach der Premiere beim Männerturnier in Russland im Vorjahr auch bei der anstehenden Frauenfußball-WM in Frankreich, 7. Juni bis 7. Juli, zum Einsatz kommen. Wie der Weltverband FIFA am Montag mitteilte, hat die Organisationskommission für FIFA-Wettbewerbe die Einführung des VAR bei der Endrunde empfohlen. Die endgültige Entscheidung trifft das FIFA Council am 15. März in Miami. Meistgelesener Artikel 1 Fußballtransfermarkt Transferticker. Modric spricht über Ronaldo Lücke 2 Fußball 2. Bundesliga trotz kuriosem Zettelwurf 3 Fußball Bundesliga Bob Youngster im Leistungscheck 4 Fußball Transfermarkt wie PSG Real bei Mbappe ausstach 5 Fußball Bundesliga wie lange hat Tedesco noch bei S04? Beim Treffen in Zürich hatte Pierluigi Collina als Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission von den bisherigen Lehrgängen der WM-SchiedsrichterInnen in Abu Dhabi und Doha berichtet. Anzeige dort wurde laut Weltverband ein umfassendes Schulungsprogramm zum Videobeweis durchgeführt. Steinhaus und Hussein am Start zu den 27 Unparteiischen, die bei der WM zum Einsatz kommen, gehören Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, Langenhagen, und Riem Hussein, Bad Harzburg. Für Steinhaus, 39, wird es nach 2011 in Deutschland und 2015 in Kanada die dritte WM-Endrunde der Frauen, die ein Jahr jüngere Hussein wird ihr WM-Debüt feiern. Als Schiedsrichterassistentin wurde Katrin Rafalschi, Barzwesten, nominiert. Die Unklarheit über den Einsatz des Videobeweises bei der Frauen-WM hatte zuletzt vor allem in den USA für Unmut gesorgt. Wenn das nicht passiert, ist es einfach völlige Diskriminierung, sagte US-Nationalspielerin Megan Rapinoe.